Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin ja gestern schon bei dem Thema Geduld mit sich selbst gewesen und das Grundthema, über das ich zurzeit mich selbst und euch motivieren möchte, das ist das Thema schlechte Gewohnheiten verbessern, neue gute Gewohnheiten installieren. Und gestern ging es um die Geduld mit sich selbst, das dauert. Und heute möchte ich über die Motivation und den Willen sprechen. Der Wille ist astrologisch gesehen, wird er symbolisiert durch den Planeten Mars. Mars ist ja ein Kriegsgott, wird auch meistens dargestellt mit Schwert und in Rüstung und mit einem kraftvollen Ausdruck. Und der weiß, was er will und er kämpft dafür. Ja, aber ein Krieger muss ja auch wissen, warum und was treibt ihn an. Mach dir das jetzt mal für dich selber bewusst. Wenn du etwas verändern willst und das dauert und du brauchst eine lange Zeit, um durchzuhalten, dann ist es ganz wichtig, dass du eine richtig gute Motivation hast. Du musst wissen, warum du das willst. Und das vergisst man ganz schnell, ne? Wenn das ein paar Monate dauert und deine Gewohnheit hat sich immer noch nicht großartig verändert, kann der Frust entstehen oder die Lustlosigkeit. Frust und Lustlosigkeit ist was Ähnliches. Und um die Lust wieder zu bekommen, ist es wichtig, täglich sich neu immer wieder zu motivieren. Jeder Tag ist ein neuer Tag und jeder Tag braucht wieder eine lebendige, starke Motivation. Wenn es dir hilft, schreib es dir auf. Schreib dir die Gründe auf, warum du täglich an dir arbeitest und belohne dich für die kleinen Fortschritte. Also ich mache das immer. Ich lobe mich, ich freue mich, ich führe jeden Tag Buch über die kleinen Fortschritte und auch über die Nicht-Fortschritte und bin mit mir selbst im Kontakt. Das ist überhaupt das Wichtigste. Geh mit dir selbst in Kontakt. Das braucht nicht lange. Das sind 2, 3 Minuten am Tag. Aber motivier dich immer wieder neu. Und wenn die Motivation nicht stark genug ist, wird es nicht gelingen. Man kann viel, viel mehr, als du glaubst, im Leben erreichen. Alles Liebe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und Grüße von unserem lieben Planeten Mars, der das Tierkreiszeichen wieder regiert.